Expedition! Ja! Ihr seid genial! Expedition! Ja! Großartig! Was für ein wunderbarer CSD in Stuttgart! Ihr seid grandios, dass ihr es auch bei ein bisschen Regen hier mit uns aushaltet, bei der politischen Kundgebung zum diesjährigen CSD. Er ist, das kann man unumwunden sagen, einer der Größten. Das würde ich auf jeden Fall schon mal, ohne dass ich mit der Polizei gesprochen habe, bestätigen wollen. Denn es ist der Größte, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. Normalerweise sind wir bei 5.500 bis 6.000. Ich würde aus meiner Sicht sagen, das waren locker 6.500 bis 7. Riesige Fußgruppen, tolle Wägen. Ihr seid spitze! Wenn das mal kein Zeichen ist für ein offenes, für ein tolerantes Deutschland und ein wunderbarer, bunter Punkt gegen all den braunen Sift, den man momentan an manchen Stellen hören und lesen muss. Je mehr wir auf der Straße werden, je klarer wir in Bildungsplänen verankert werden, je deutlicher wir auch am Arbeitsplatz zu uns stehen, desto mehr wird der Gegenwind kommen. Davon bin ich, davon sind wir als CSD-Orga-Team überzeugt. Wir haben nicht nur Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle, Queere, Asexuelle, ja, alle Facetten unserer Gesellschaft hier. Toll ist, dass so viele heterosexuelle Menschen, unsere Straight Allies hier sind. Macht mal Krach! Denn klar, wir als Minderheit schaffen es niemals, Gesetze so zu verändern, dass sie dem Bundestag oder auch den Landtag oder den Gemeinderat so einfach passieren, wenn wir sie nicht haben, die Unterstützerinnen und Unterstützer. Das gilt auch für die politische Kaste. Deswegen, ich kann euch gar nicht alle persönlich begrüßen, aber ich weiß, es sind Stadträtinnen und Stadträte, es sind Landtagsabgeordnete und es sind Bundestagsabgeordnete da und viele, viele weitere. Toll, dass ihr hier seid. Es ist ein wichtiges, ein gutes Zeichen. Und damit komme ich auch schon zu unserer ersten Gastrednerin, denn der CSD steht in jedem Jahr unter einer Schirmherrschaft. Wenn Wahlen anstehen wie im vergangenen Jahr, dann suchen wir uns außerhalb der politischen Kaste, der Parteikaste, eine Schirmfrau oder einen Schirmherrn. Im vergangenen Jahr ganz wunderbar die Stuttgarter Prälatin der Evangelischen Landeskirche Württemberg, Gabriele Arnold, soll ganz lieb grüßen. Vielen herzlichen Dank. In diesem Jahr kein Wahlkampf aktuell vor der Haustür. Deswegen sind wir wieder im parteipolitischen Rhythmus. Und in diesem Jahr sind die Freien Demokraten dran. Und wir freuen uns, dass wir in den vergangenen 2 Wochen eine engagierte Bundestagsabgeordnete, eine überzeugende FDP-Generalsekretärin aus Baden-Württemberg erleben durften. Und ihr dürft sie jetzt auch erleben. Herzlich willkommen, Judith Scudelli! Wow. Ich habe einen Vorteil Ihnen allen gegenüber. Ich sehe, was für eine fantastische, was für eine bunte und was für eine starke Gesellschaft hier vor uns steht. Und es feiert, dass jeder so sein darf, wie er sein will. Aber vor knapp 50 Jahren, nächstes Jahr wird der CSD 50, vor knapp 50 Jahren war es noch nicht so weit. Da sind eine Handvoll Menschen aufgestanden, die unterdrückt worden sind von der Polizei, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihrem Aussehen. Lateinamerikaner und Afroamerikaner an allererster Stelle wurden wiederholt Razzias unterzogen und körperlich misshandelt. Und die haben sich gewehrt. Gewehrt gegen eine Gesellschaft, die sie diskriminiert. Gewehrt gegen eine Gesellschaft, die Menschen ausgrenzt und schlechter behandelt. Sie sind aufgestanden und das ist ein Zeichen. Wir müssen aufstehen, wenn wir Toleranz haben wollen und einfordern müssen. Und ich weiß,
dass viele sagen, Mensch, wir haben doch schon viel erreicht. Es ist gerade ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass wir die Ehe für alle bekommen haben. Aber meine Damen und Herren, seither hat sich in Deutschland auch etwas verändert. Wir haben zum ersten Mal wieder eine Partei im Deutschen Bundestag, wo ein Redner dieser Partei vorne am Pult steht und über die Fehleherei wettert. Und das, meine Damen und Herren, können wir als Gesellschaft so nicht stehen lassen. Wir müssen weiterkämpfen und weitermachen für ein tolerantes Deutschland. An jeder Stelle müssen wir zeigen, dass die Kraft einer Gesellschaft daher rührt, dass jeder sich selbst entfalten kann, dass jeder so sehr sein kann, wie er will, dass jeder die Gesellschaft mit seiner Stärke, mit seiner Art, mit seinen Ideen bereichert. Wir müssen zeigen, dass Toleranz und Vielfalt die Stärke ist, die Deutschland, die uns und die Gesellschaft stark macht. Und dafür haben wir heute wieder ein Zeichen gesetzt, die Expedition, wir alle gemeinsam, die heute in Stuttgart waren und den CSD gefeiert haben. Und es ist so wichtig, dass wir den anderen so erkennen und so akzeptieren und so haben wollen, wie er ist. Und es ist nicht immer leicht, das zu tun. Es gibt auch in dieser Gemeinschaft wie überall Leute, die man mehr und weniger mag. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder an die eigene Nase fassen, uns immer wieder selber hinterfragen und immer wieder selber den Mut haben, dass wir so sind, wie wir sein wollen und dass wir auch andere so sein lassen, wie sie sein wollen. Der Weg ist nicht einfach, aber gemeinsam werden wir ihn weitergehen, weil nur so kriegen wir ein starkes Stuttgart, ein starkes Baden-Württemberg und vor allem ein starkes Deutschland, das ein Signal nach Europa und in die Welt sendet. Und das ein oder andere Eck von Europa und vielleicht auch das ein oder andere Eck der Welt und auch von Amerika können dieses Signal gebrauchen. Und an dieser Stelle möchte ich mich abschließend bedanken dafür, dass ich die Schirmherrin dieser wundervollen Veranstaltung sein durfte und dass ich ein Teil dessen sein durfte, dass wir ein Signal senden in die Welt heraus. Gemeinsam sind wir bunt und gemeinsam sind wir stark. Lasst uns heute noch mal feiern. Judith Skudelny, die Bundestagsabgeordnete hier aus Stuttgart, der Freien Demokraten und die Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg. Danke für diese klaren und deutlichen Worte. Macht mal nochmal richtig Krach hier, Expedition, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, ganz klar, der Kampf muss weitergehen. Daran führt gar kein Weg vorbei. Und was gerade schon anklang, das treibt auch uns um. Wir, die als CSD-Verein immer wieder versuchen, Stimmungen und Strömungen nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben auch in unserer eigenen Community wahrzunehmen. Und ja, der Spruch, bunt kann anstrengend sein, er stimmt. Es ist tatsächlich manchmal anstrengend, für Buntheit zu kämpfen, in den eigenen Reihen und in unserer Gesellschaft. Denn eines darf uns um Gottes Willen nicht passieren, dass wir nach den grandiosen Erfolgen der vergangenen 12 Monate uns auf unseren Lorbeeren ausruhen. Die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare, die Rehabilitierung zumindest eines Teils der Menschen, die nach dem Paragraphen 175 Unrecht erfahren haben und das klare Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema drittes Geschlecht ist ganz klar ein Erfolg, den wir feiern müssen. Aber es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Denn solange in Stuttgart, in Baden-Württemberg, in Deutschland oder auf der Welt es nur einen Menschen gibt, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder seiner geschlechtlichen Identität diskriminiert wird, haben wir noch viel zu tun. Und sind wir ganz ehrlich, die Akzeptanz bei all den Erfolgen ist tatsächlich nur oberflächlich. Das zeigt uns ein aktuelles Beispiel, das auch die Medien in den vergangenen Tagen durchaus prominent gespielt haben. Im vergangenen August hat klamm und heimlich
Die Bundesärztekammer entschieden, dass das generelle Blutspendeverbot für bisexuelle und für schwule Männer aufgehoben wird. Blutspenden dürfen wir trotzdem erst dann, wenn wir bestätigen, dass wir ein Jahr lang keinen Sex hatten. Ist das die Toleranz, ist das die Akzeptanz, die wir uns in unserer Gesellschaft wünschen? Also, ich wünsche mir da anderes. Schauen wir doch nach Italien. Da hat man das Ganze einfach geöffnet. Man nimmt wirklich nur noch Hochrisikogruppen und fragt, hast du ständig wechselnde Partnerinnen oder Partner, egal ob du homo oder heterosexuell bist, dann bist du Hochrisikogruppe. Was passiert in Italien? Es gingen die Blutspenden nach oben und es kamen keine Schwämme von irgendwelchen Krankheiten, was man uns da so ein bisschen unterstellen zu versucht. Deswegen glaube ich, müssen wir sehr, sehr deutlich hinschauen, was für Zuckerchen man uns hinwirft und über was wir uns freuen und wo wir dann auch sagen müssen, ja danke, aber. Und so ist die Liste extrem lang, die wir noch abzuarbeiten haben. Ich sehe hier ein ganz wunderbares Plakat, Trans-Sternchen-Kinder. Das muss unser aller nächstes großes Thema sein. Das Transsexuellengesetz, das ohnehin schon vom Bundesverfassungsgericht in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde, gehört auf den Müll. Wir brauchen ein Personenstandsrecht, das klar die Selbstbestimmung und nicht die Fremdbestimmung in den Mittelpunkt setzt. Solange es vorgeschriebene Gutachter gibt oder Gutachten gibt, die man anbringen muss für eine Geschlechtsangleichung, haben wir noch viel zu tun. Denn wenn ein Mensch sagt, mein biologisches Geschlecht und meine geschlechtliche Identität gehen getrennte Wege, sind auf unterschiedlichen Expeditionen, dann müssen wir handeln. Und da gibt es kein Ja, aber. Deswegen müssen wir auch hier klar gemeinsam Flagge zeigen. Du, du, du und du, auch wenn du nicht transsexuell oder transgender bist. Dazu gehört Vielfalt und deswegen ist Buntheit gut und manchmal auch anstrengend. Ihr seht, Sie sehen, wir haben noch ganz viel zu tun. Aber bei all dem wollen wir auch nicht vergessen, was wir schon erreicht haben. Das ist völlig klar. Und wo kann man besser feiern als bei einem CSD? Und wo kann man besser feiern, wenn ganz Europa zu einem CSD kommt? Im nächsten Jahr, Judith Skudeni hat schon gesagt, feiern wir in Stuttgart gleich zwei Jubiläen. Zum einen 50 Jahre Stonewall-In-Aufstände, zum anderen 40 Jahre Homo-Befreiungstag, als hier drüben am Pavillon 400 aufrechte Menschen zum allerersten Mal auf die Straße gingen für Gleichberechtigung und Akzeptanz. Das wird ein großes Fest, aber ich weiß jetzt schon, es wird noch ein größeres Fest geben, ein paar Wochen zuvor. Denn im kommenden Jahr, in diesem historischen Jahr, wird Wien in ganz neuem Glanz, in europäischem Glanz erstrahlen, denn Wien richtet den Europride aus. Wir freuen uns, dass heute eine Fußgruppe teilgenommen hat, um darauf schon hinzuweisen und dass jetzt auch noch ein kleines Grußwort kommt von Moritz Yvonne, der uns Grüße vom Vienna Pride überbringt. Wow. Vielen, vielen herzlichen Dank für so eine großartige Begrüßung, für so einen wunderschönen CSD, für eure Gastfreundschaft und dafür, dass wir an der Expedition teilnehmen dürfen. Dankeschön euch allen. Ihr habt heute hier, wir haben hier gemeinsam ein Zeichen dafür gesetzt, dass alle so akzeptiert werden, wie sie sind. Es geht um Liebe, es geht um Respekt. Es geht darum, dass Jugendliche in der Schule keine Angst vor einem Coming-out haben müssen. Dass man am Montag in der Arbeit sagen kann, mit wem man am Sonntag im Kino war. Es geht uns hier in Stuttgart oder auch in Wien und in allen anderen Ecken und Enden Europas um das Gleiche.
Es geht darum, dass es endlich keine Rolle mehr spielt, wen man liebt oder wer man ist. Und es ist schon gesagt worden, dass wir sehr, sehr viel erreicht haben. Hier in den letzten 12 Monaten, übrigens genauso wie in Österreich, kam die Öffnung der Ehe, kam die Akzeptanz des dritten Geschlechts. Die letzten 12 Monate waren länderübergreifend echte emotionale Achterbahnfahrten. Und deswegen ist es auch so schön, heute hier gemeinsam mit euch zu feiern, denn es zeigt, welche Erfolge wir gemeinsam erreichen können, wenn wir die Tradition fortführen, die vor knapp 50 Jahren begonnen wurde. Und das ist das, was wir hier heute tun. Und deswegen darf ich euch alle einladen, nächstes Jahr nach Wien zu kommen, wenn wir Anfang Juni 2 Wochen lang auf dem Wiener Rathausplatz eine Community-Zeltstadt aufschlagen. Und wenn wir am 15. Juni 2019 offiziell die große Parade der Europride Vienna über die Wiener Ringstraße abhalten lassen, in genau der Kulisse, die Wien, glaube ich, eine wunderschöne Bühne macht, um solche riesigen Erfolge, wie wir sie heute feiern, gemeinsam ordentlich zu begießen. Und wenn ich sehe, was für eine wunderschöne Atmosphäre hier ist, kann ich euch eigentlich nur wünschen, lasst euch davon tragen, habt noch eine wunderschöne Zeit. Ich freue mich darauf, hoffentlich alle von euch nächstes Jahr in Wien zu sehen, bei der Europride Vienna. Dankeschön! Ja, ich glaube, da haben wir eine Verabredung im kommenden Jahr. Bevor es soweit ist, lade ich euch aber jetzt ein, den heutigen Tag zu feiern. 2 Etappenziele unserer Expedition, wir haben wir erreicht. Eine grandiose Politparade, die gezeigt hat, wie politisch ein CSD sein kann. Und eine Abschlusskundgebung, die den politischen Part hier jetzt zumindest beendet. Aber er geht weiter, denn auf Markt- und Schillerplatz erwarten euch heute und morgen ein Straßenfest der Vielfalt, ein Kessel buntes im wahrsten Sinne des Wortes. Und ihr seid hoffentlich ein Teil dieser Expeditionsreise. Am Ende möchte ich all denen danken, die den heutigen Tag, diese Demonstration sicher, heil hier angebracht haben, hier ankommen haben lassen. An das Orga-Team des CSD, an all die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, an die Polizei, an den Rettungsdienst, die 175.000 Menschen am Straßenrand und natürlich an euch, die ihr gezeigt habt, wie bunt und vielfältig die Expedition hier ist. In diesem Sinne, wir gehen eine Straße weiter. Habt Spaß! CSD 2018, einmal will ich es noch hören. Expedition? Wir! Expedition? Wir! Expedition? Wir!